auch wieder Comfy Essentials by 99. Ich habe den so ein bisschen reingesteckt, aber so sieht auch die Jogginghose von der Seite aus. Ich trage eine Größe S. Genau, und wir haben jetzt auch darauf geachtet, dass es jetzt nicht zu weit. Und das hier ist Off-White. Also erstmal meine Körpergröße. Ich bin bei 1,75 groß. Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin sehr, sehr, sehr excited, was dieses Video betrifft. Wie ihr sehen könnt, trage ich ein 99 Crewneck. Und wenn ihr den Titel gelesen habt, dann wisst ihr, ich stelle euch heute die komplette zweite Kollektion von 99 vor. Jedes Teil, ich gehe mit euch durch über den Fit, über das Material, all die Informationen, die ihr braucht für den Launch morgen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Fangen wir damit an, dass unsere neue Kollektion Comfy Essentials heißt. Ich wollte für die neue Kollektion einfach mich widerspiegeln. Die erste Kollektion war die Caro 2019. 99 ist ja schon in Planung seit 2019 und seitdem hat sich so viel verändert. Mein Style hat sich verändert. Ich als Mensch habe mich verändert. Und auch mein Inneres hat sich komplett verändert und ich wollte in der zweiten Kollektion, dass es mehr mich widerspiegelt. Don't get me wrong, sobald die Clubs wieder offen sind, werde ich auf jeden Fall da am Stissel sein. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ich bin viel zu Hause, ich arbeite von zu Hause und situationsbedingt sind wir halt alle gerade eher so zu Hause und deswegen lebe ich in Jogginghosen, in Pullis, in Crewnecks, in Shorts und deswegen wollte ich einfach eine Comfy Essentials Kollektion droppen. Essentielle Produkte, um comfy zu Hause zu sein, die kannst du draußen anziehen, die kannst du aufstylen, die kannst du runterstylen, wie es dir passt. By the way, zeigen wir euch am Ende auch noch einen direkten Vergleich von Größe S und Größe L, damit ihr vielleicht ein besseres Verständnis habt, wie die Größen ausfallen. Ich hoffe, es gibt nicht so viele Missverständnisse wie bei der letzten Kollektion. Ich habe die Paulina nämlich noch am Start, die trägt Größe L und dann zeigen wir euch einfach den Vergleich und sie sagt ein bisschen was, wie sie den Fit findet und so weiter. Also, stay tuned. Alle Produkte sind 100% aus Baumwolle. Was mir sehr, sehr wichtig war, hier ist kein Polyesteranteil. Es war sehr schwer, einen Stoff zu finden, der so chunky, lässig sitzt, ohne komplett tot runterzuhängen, der 100% Baumwolle ist. Also wir haben 100% Baumwolle, 360 Gramm und wir haben eine obere extra Beschaffenheit, also dieses Material wurde nochmal extra behandelt, um so weich von außen zu sein und von innen. Aber die Beschaffenheit zeige ich euch später auch nochmal. Außerdem sind die Produkte alle in Portugal gemacht worden, also made in Portugal. Da bin ich auch sehr, sehr stolz drüber und ich bin auch sehr, sehr happy mit dem ganzen Outcome. Wir haben vier verschiedene Farben in dieser Kollektion und deswegen haben wir auch vier verschiedene Namen pro Farbe. Ich hoffe, ich erkläre es gerade irgendwie richtig. Ich trage hier gerade den Caroline Crewneck. Caroline, weil, wie ihr alle wisst, ist grün seit Monaten meine Lieblingsfarbe und ich finde sie einfach so schön und ich finde, sie passt auch unnormal zu mir. Deswegen wusste ich, dass dieser Sweater oder diese Farbe Caroline heißt. Bedeutet eine Caroline Shorts, eine Caroline Jogginghose, ein Caroline Hoodie. Wie gesagt, alles in diesem wunderschönen Forest Green. Ich zeige euch jetzt alle Caroline-Teile und dann gehen wir von Farbe zu Farbe weiter und arbeiten uns sozusagen der Kollektion hoch. Wir haben diesmal viel mehr Teile als in der ersten Kollektion und auch viele verschiedene Varianten. Kommen wir zu Caroline Shorts und die ist so geschnitten. Wir haben hier Embroidery Comfy Essentials by 99. Hier könnt ihr das sehen und das zieht sich so ein bisschen durch die ganze Kollektion. Bei der Shorts muss ich sagen, dass sie nicht oversized geschnitten ist, so wie die restlichen Teile von uns, sondern ich mag es halt mehr, wenn so Shorts nicht so krass baggy sind. Ich mag nicht so diesen, ich habe die Shorts von meinem Boyfriend geklaut type Look. Deswegen, die ist auch nicht knielang, sondern die ist einfach eine nicht zu kurze, coole, comfy Shorts. Mit hinten auch noch eine Tasche. Das war ein Detail, was ich unbedingt wollte. Es lässt den Booty auch so ein bisschen voller aussehen. Und wir haben die Bände drinne, also kannst du auch gerne enger schnüren, wenn du es ein bisschen enger an der Taille haben möchtest. Machen wir weiter mit dem Crewneck, was ich anhabe. Wie gesagt, das ist der Caroline Crewneck. Hier habe ich Embroidery vorne drauf, 3×99. Und wir haben hier einmal an dem Ärmel Comfy Essentials wieder auch eingestickt. Die andere Seite ist plain, das unterscheidet sich ein bisschen vom Hoodie. By the way, ist der Fit auch oversized. Wenn du ein noch mehr oversized Style oder Look von diesem Crewneck haben willst, dann würde ich sagen, geh eine Größe höher. Das ist hier Größe S. Die trage ich immer. Ich trage aber auch gerne Pullis oder Crewnecks in Größe...
Ich trage aber auch gerne Pullis oder Crewnecks in Größe L, wenn ich so einen richtig krassen Oversized-Look haben möchte. Aber der Pulli ist schon sehr oversized. Machen wir weiter mit der Caroline Jogger oder mit der Caroline Sweatpants. Die ist mehr oversized geschnitten. Ich würde nicht sagen, sie ist überdimensional oversized, aber sie ist schon oversized und nicht really form-fitting, was ich persönlich viel besser finde bei einer Jogginghose. Ich mag das, dass man so ein bisschen lässiger aussieht und die vielleicht ein bisschen länger ist. Und da wollte ich auch den Stick ein bisschen passend haben zu den restlichen Teilen. Also hier steht auch wieder Comfy Essentials by 99, der Kollektionsname und dann die Brand. Genauso wie bei der Shorts. Wir haben auch darauf geachtet, dass die Jogginghosen lang genug sind. Also ich bin 1,64 und Größe S ist zwar meine richtige Größe, aber sie ist schon ein wenig lang bei mir, was ja normal ist. Weil ich bin 1,64, bin nicht Standardgröße. Also an alle Mädels, die größer sind als ich, ihr braucht keine Sorgen haben, dass die Jogginghosen zu kurz sind oder sonst irgendwas. Wir haben echt darauf geachtet, dass wir eine gute Länge haben. Machen wir weiter mit dem Caroline Hoodie. Fangen wir damit an, dass ich die Vorderseite ein bisschen plainer, mehr basic halten wollte. Basic in the front and crazy in the back. Wir haben hier vorne wieder Comfy Essentials by 99, damit es so zum Look ein bisschen passt. Und jetzt kommen wir zu den kleinen Details, die diesen Pulli einfach sehr, sehr toll machen. Fangen wir an mit der Kapuze. Hier haben wir einen Stick in derselben Farbe. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Da steht auch wieder Comfy Essentials. Und das fand ich einfach so ein schönes Detail. Wir haben hier an beiden Ärmeln einmal 99 und hier auch nochmal 99 als Stick. In derselben Farbe, sodass es jetzt nicht komplett überall steht 99 drauf. Aber ich finde, das war ein ganz süßes Detail, was ich auf jeden Fall machen wollte. So, und jetzt kommen wir zu dem Highlight von diesem Hoodie. Und zwar dieser Text. Den Text haben wir, by the way, selber geschrieben. Ich liebe so Inspirationstext und Quotes, die so einfach so ein gutes Gefühl geben. Und genau sowas, weil ich auch selber sowas gerne schreibe und auch in meine Story stelle, wollte ich auch sowas in diese Kollektion bringen. Und ich fand, am Hoodie sieht es am besten aus. Also der ist wirklich zu 100% von uns geschrieben. Sophie und ich haben sehr viel Arbeit in diesen Text rein investiert und ab und zu auch noch Sachen geändert, die wir anders haben wollten und so weiter. Wir haben den Hoodie auch in Schwarz, wieder mit demselben Embroidery und dem Text hinten, sowie der Stickerei an dem Hoodie und auch an dem Ärmel. Und ich muss auch dazu sagen, der Hoodie ist groß genug, man sieht nicht komplett lost aus. Kennt ihr das, wenn die Kapuze immer so kurz ist und du siehst so weird aus? Das haben wir nicht. Wir haben die dreimal geändert, damit die einfach perfekt sitzt und nicht so mega lost aussieht. Dann haben wir Charlotte auch als Crewneck. Da haben wir hier auch Off-White-Stickerei. Genau das gleiche in der Shorts und auch die Jogginghose. Machen wir weiter mit der Farbe Emma. Und das ist ein wunderschönes Grau. Leute, wie schwer ist es, ein schönes Grau zu finden? Ich finde, die meisten Graus sind entweder zu dunkel, die haben nicht die perfekte Mischung und wir haben das perfekte helle Grau. Das nennt man so Mottled Grey und ich bin so freaking stolz drauf. Fangen wir an mit der Jogginghose. Die sieht so aus und wir haben hier schwarze Embroidery-Stickerei, auch wieder Comfy Essentials by 99. Und glaub mir, die sieht einfach so toll aus, diese Jogginghose. Und auch dieses Grau, eins meiner Faves. Ich muss sagen, ich bin obsessed mit dieser ganzen Kollektion. Also es spiegelt mich komplett wieder. Hier haben wir auch das Crewneck. Auch genauso, das ist eigentlich genau gleich. Es gibt einen Unterschied bei der Emma-Farbe. Dazu komme ich gleich. Dann haben wir hier auch wieder den Pulli mit dem Embroidery. Auch hier vorne wieder das Embroidery. Und dann auch an den Ärmel. Und dann haben wir hinten auch den Text. Sah übrigens an Emma auch sehr schön aus. Wir haben die Emma auch noch in einer Shorts. Und wir haben jetzt noch ein Produkt mehr, was bei den anderen letzten Farben nicht dabei war. Und zwar eine Zipper Jacket. Ich liebe
so Jacken mit Reißverschlüssen, die du einfach drüber ziehst, egal ob mit einer Jogginghose oder mit einer Shorts, mit einem Crop Top drunter oder einem Sport-BH. Das ist einfach ein harter Vibe. Und deswegen war ich mir sicher, dass ich sowas auch dabei haben will, aber diesen Style haben wir nur in zwei Farben. Und zwar einmal in diesem Grau, da haben wir hier Comfy Essentials mit schwarzer Stickerei. Wir haben hier wieder dieses Detail an der Kapuze, wie bei dem Hoodie. Und wir haben hier einmal 99 stehen an dem Ärmel und hier an dem anderen Ärmel haben wir auch 99 stehen. Wie gesagt, wir haben die Zipper Jacket auch noch in einer vierten Farbe. Das ist unsere Elena Farbe. Ein richtig schönes Off-White. Ich finde, ein schönes Off-White zu finden ist sehr schwer, weil die meisten sind so wie reines Weiß oder sind zu hell oder sind zu beige. Und das hier ist ein perfektes Off-White. I'm just freaking in love. Wenn man da zum Beispiel ein Papier dran hält, ich überlege gerade, ob ich ein Papier hier habe. Ich hoffe, man kann es jetzt gut erkennen. Das hier ist reines Weiß und das hier ist Off-White. Wie ihr sehen könnt, kein reines Weiß, sondern schon. Es ist auch nicht cremefarben, es ist auch nicht beige, es ist einfach ein schönes, perfektes Off-White. In diesem Off-White haben wir auch diese Zipper-Jacket. Die ist oversized geschnitten, sowie die restlichen Teile aus der Kollektion, außer wie gesagt die Shorts, die ist nicht oversized geschnitten. Und ja, die ist auch relativ lang. Ich zeige die euch später natürlich auch nochmal getragen an, aber die hat hier nochmal so Metallbände. Und ich finde, dann sehen die nicht so mega lost aus. Und dasselbe Embroidery und dieselben Stellen wie der bei der grauen. Also hier an der Kapuze wieder, an den Ärmeln. Und auf der Brust Comfy Essentials bei 99. Dann haben wir die Shorts natürlich auch wieder mit der Tasche hinten auch in Off-White. Dann haben wir of course auch wieder das Crewneck in Off-White. Ich muss auch sagen, dass es so ein toller Sweatshirt-Pulli ist. Ich liebe ihn einfach. Die Farbe mit dem Schwarz ist einfach perfekt. Auch hier wieder mit dem Embroidery am Ärmel. Wir haben natürlich auch die Jogginghose in Off-White. Oh mein Gott, Leute, die sieht so toll aus. Wenn ihr die auch mit dem Crewneck über die Schulter tragt, zum Beispiel mit einem Crop-Top, was noch kommt. Und als letztes für Elena haben wir hier noch den Hoodie. Auch wieder mit dem Embroidery hier vorne und an beiden Seiten. Das ist sozusagen die Hauptkollektion. Wir haben jetzt noch zwei weitere Sachen, die in unserer Comfy Essentials Kollektion sind. Aber wenn euch vielleicht aufgefallen ist, haben die ersten beiden Farben mit C angefangen und die anderen beiden Farben haben mit E angefangen. Wegen Comfy Essentials. Zwei verschiedene Wörter und wir wollten diese Anfangsbuchstaben mit in die Kollektion reinfließen lassen. Und es hat einfach perfekt. Topf und Deckel ist einfach amazing. Ich wollte unbedingt noch Crop Tops in diese Kollektion fließen lassen. Und zwar so Racerback Crop Tops mit Kontrastnähten. Leute, als ich diese Kollektion finalisiert habe, da gab es nirgendwo Kontrastnähte. Aber wir sind keine Fast Fashion Brand. Und bei uns dauert eine Kollektion mehr als 6 Monate von Idee bis Launch. Und deswegen haben das halt noch mehr Leute gemacht. Und klar, ich habe das jetzt nicht erfunden, aber das war so, oh mein Gott, das habe ich nirgendwo gesehen, das würde voll gut passen. Also, wir haben zwei Crop Tops. Wir haben hier einmal das Charlotte Top und das Elena Top. Wie ihr sehen könnt, das ist von vorne mit so Kontrastnähten, das ist so ein Racerback und hat hinten ein 99 Embroidery. Das ist ein bisschen cropped, wie gesagt, Crop Top, aber nicht zu krass gecroppt. Und jetzt kommt unser letztes Produkt. Accessoires. Ich wollte wirklich Caps machen. Ich finde, das passt unnormal gut zu dieser Kollektion und mir fehlen auch so richtig schöne Staple Caps, die eine gute Qualität haben und die nicht so komplett lost sind und die mega gut aussehen. Und deswegen habe ich mich für die zwei Farben hier entschieden. Falls ihr eine grüne Cappy haben wollt oder eine graue oder andere Farben generell, schreibt es gerne in die Kommentare und dann werden wir das auf jeden Fall in Betracht ziehen. Aber wir wollten jetzt erstmal mit den Staple Farben gehen, damit es auch zu den Crop Tops passt. Aber just let us know. No. Also fangen wir mal an. Hier vorne steht richtig schön 99 drauf. Und hier hinten haben wir Comfy Essentials. Und noch ein weiteres tolles Detail ist, dass hier diese Schnalle, dass da N9 steht. Und innen drin steht, by the way, auch 99. Und genau das gleiche auch bei der schwarzen. Hier haben wir auch so ein schönes Off-White. Und hier hinten steht auch wieder im Stick Comfy Essentials. Und hier haben wir N9. Und genau das gleiche steht auch wieder drin. Das ist die ganze Kollektion, Leute. Ich bin unfassbar stolz. Also wirklich,
Sophie, mein Papa, Paulina und ich, wir haben uns den Arsch aufgerissen. Wir sind ja auch nach Portugal geflogen, um die Schnitte zu finalisieren und den Stoff zu finalisieren. Und ab da ist zwar noch einiges schief gelaufen, aber wir sind umso stolzer, dass jetzt alles steht, dass wir legit die Teile in dem richtigen Stoff, in der richtigen Farbe, in dem richtigen Embroidery, dass wir das alles haben. Es ist einfach so surreal. Bevor ich euch jetzt nochmal alles angezogen zeige, beziehungsweise ich ziehe nicht alles an, aber ich ziehe meine Größe komplett an und Paulina ihre Größe. Wenn ihr jetzt schon wisst, okay, ich will safe was von dieser Kollektion haben, worüber ich mich natürlich sehr freuen würde, dann meldet euch am besten für den Newsletter an. Da bekommt ihr 30 Minuten Early Access vor allen anderen und habt die Chance halt was zu bekommen. Unsere Größen sind von XS bis XL, worüber ich auch sehr happy bin, dass wir das anbieten können. Obwohl wir halt so eine neue Brand sind. Das ist halt echt nicht selbstverständlich. Und wie gesagt, ich trage in allen Teilen Standard eine Größe S. Ich muss sagen, die Zipper Jacket, die trage ich am liebsten in Größe L, weil die super oversized ist und ich diesen Look einfach auch nochmal feiere. So, und jetzt würde ich sagen, ziehen wir einfach mal alle Teile an, damit ihr seht, wie Größe S so aussieht und wie im Vergleich Größe L aussieht. Das ist Paulina. Paulina hat uns ganz viel geholfen mit den Schnitten und auch den technischen Zeichnungen. Und du warst auch mit in Portugal und hast uns geholfen. Ja. Und sie hat auch für uns gemodelt, Leute. Die ja, Bilder richtige sind einfach Ehre. Das war eine Ehre. Ich habe das vorher nie gemacht. Aber die Bilder sind auf jeden Fall richtig geil geworden. Die Sachen sind richtig geil geworden. Ich bin auch ein bisschen stolz, weil ich ja auch so ein bisschen was gemacht habe. Und ich dachte, ich sage jetzt noch mal ganz kurz was zu meiner Größe. Yes. Also erstmal meine Körpergröße. Ich bin also 1,75 groß und trage Größe L. Unter anderem halt wegen der Größe, damit die Sachen alle lang genug sind. Und ich muss sagen, wir haben bei 99 extrem darauf geachtet, dass die Sachen wirklich, wirklich lang genug sind. Ja. Also bei mir sieht es auch richtig entspannt aus und nicht so, als hätte ich mich da irgendwie reingequetscht oder so. Und Größe L trage ich aus dem Grund, weil ich einfach so um die Hüften, um den Bauch ein bisschen mehr drauf habe. Ich weiß, dass ich nicht aussehe wie eine klassische Größe L. Aber vertraut mir, in Größe M passe ich nicht rein. Also wenn ich mal eine Größe M anprobiere und mir das passt, dann ist das Glück, aber ich trage immer, immer, immer eine Größe L. Vor allem in Jogginganzügen, damit auch die Arme lang genug sind und das alles so ein bisschen relaxter sitzt. Nochmal zu mir. Ich trage eine Größe S. Liegt doch jetzt nicht. Ich musste einfach immer drüber lachen, weil ich immer so viele negative Hater-Nachrichten bekomme. Du trägst gar keine S, hör doch auf, dich in eine XS zu quetschen und all sowas. Leute, ich trage wirklich eine S. Wir haben ja mich jetzt schon tausendmal ausgemessen. Wo ich eine M bin, ist bei meinem Brustumfang. Aber ich trage trotzdem die meisten Tops in Größe S, weil sonst alles halt... Ja, kann ich auch bestätigen. Ne? Ich kenne mich ja auch so ein bisschen mit Maßen aus. Und ich kann das so bestätigen, dass Caro eine S ist, beziehungsweise sogar in der Taille würde ich behaupten eine XS. Aber das kann ja auch jeder denken, wie er will. Fakt ist, du trägst Größe S und das passt dir sehr, sehr gut. Genau, und deswegen ziehen wir jetzt einfach mal Größe S an, compared zu Größe L. So, sorry für diese Lichtverhältnisse, aber die Sonne ist heute komplett lost. Wir haben hier jetzt einmal Größe S. Ja. Und Größe L. Größe L. Also wenn ich mich richtig hinstelle, bin ich halt so groß. Wir haben jetzt... Echt? Ja, so bin ich halt normalerweise. Ich stand eben so ein bisschen so. Achso. Haben wir die Crewneck so ein bisschen reingesteckt in die Shorts. Könnt ihr auch nochmal von der Seite sehen. Tragen würdest du ein bisschen locker über eine Hose oder so? So würde ich das jetzt so persönlich anziehen. Jetzt nicht tragen, sondern eher so ein bisschen... Ja. Immer so ein bisschen so schön gerafft, das sieht lockerer aus. Genau. Und das ist Größe S in dem Crewneck und in der Shorts. So, und jetzt haben wir den Hoodie in S an und den Hoodie in L. L. Genau, und die Jogginghose auch in S. Und in L. Die zeigen wir euch auch gleich nochmal von der Länge, damit ihr das vergleichen könnt. Ich habe den so ein bisschen reingesteckt, aber so sieht auch die Jogginghose von der Seite aus. Hier mit diesen Riffles, hier mit dem Embroidery, hier sind die Taschen. Und so sieht der Hoodie von hinten aus mit der Beschriftung, mit dem Embroidery auf der Kapuze. Genau. Yes. Und ich habe den Hoodie so ein bisschen oben in den BH gesteckt. Also ihr könnt euch das selber aussuchen, ob ihr den so runtertragen wollt oder so ein bisschen cropped. Persönlich würde ich den wahrscheinlich auch, so wie Caro, so ein bisschen reinstecken. Einfach in die Hose stecken, genau. Ja. Der ist richtig schön oversized. Hier hinten ist dann nochmal die Schrift drauf. So, wie ihr sehen könnt, Paulina. Ja. Und das hier ist die Jogginghose bei ihrer Länge. Ja. Also ihr könnt sogar, wenn ihr jetzt so groß seid wie ich, könnt ihr entscheiden,
ob ihr die Jogginghose sogar noch vielleicht so ein bisschen hochkrempelt und diese lockerer tragt, wenn ihr wisst, was ich meine. Also da hat man wirklich komplette Freiheit und bei vielen anderen Jogginghosen hat man das leider nicht, weil die von Anfang an ein bisschen zu kurz sind. Aber ich bin sehr zufrieden. Plus die Jogginganzüge sind nicht nur von innen sehr weich, sondern auch von außen. Das hat Caro euch schon am Anfang erklärt. So, und bei mir jetzt Größe S bei der Jogginghose. Also vergesst nicht, ich bin 1,63, 64 und hier ist trotzdem noch genug Länge. Ich normalerweise bei Jogginghosen, die ich immer kaufe, muss ich immer eins überkrempeln. So würde ich es auch bei der machen. Wir haben uns halt gedacht, dass wir lieber ein bisschen mehr Stoff dran machen, sodass man es wegnehmen kann, als die Sache zu kurz zu machen. Und deswegen ist bei der Größe S diese Länge eigentlich einfach perfekt. So, jetzt wollten wir euch noch die Crop Tops zeigen. Hier haben wir einmal das Weiße. Genau. Ich trage das Crop Top übrigens in Größe M, weil meine Oberweite halt so durchschnittlich ist. Ich habe jetzt Größe L Oberweite, ja. Und das passt wirklich perfekt. Das Halsloch hat die perfekte Größe, um über meinen Riesenschädel zu gehen. Und von hinten haben wir dann nochmal den Stick. Ich weiß nicht, ob du das vorhin gezeigt hast. Ja. Das habe ich gezeigt. Ja, so sieht es aus. Ist extrem schön dehnbar und ich finde auch hier sitzt es perfekt von der Enge. Genau, und wir haben jetzt auch darauf geachtet, dass es jetzt nicht zu weit nach außen geht oder zu weit nach innen, sondern dass es hier so einen perfekten Racer-Schnitt hat. Du trägst L, ne? Ich trage S. Wie ihr sehen könnt, bei mir ist die auch oversized, wie gesagt, geschnitten. Ich mag das aber auch so. Das ist Größe L. Ich kann als Vergleich auch gerne mal Größe L anziehen. Wollen wir die mal tauschen? Ja. So, mal als Vergleich. Ich stelle mich so ein bisschen auf Zehenspitzen, weil ich die Kamera höher gemacht habe wegen dir. Sieht man mich gerne? Ja, das ist Größe L. Ich trage L halt irgendwie lieber, ja. Einfach weil es lässiger sitzt. Aber es ist definitiv auch oversized. Ja. Und dir passt ja schon mal. Genau. Also wenn ihr nicht dieses extrem oversized mögt, dann könnt ihr die Zipper Jacket auch einfach, wenn ihr so groß seid wie ich und die gleiche Größe habt, auch in S bestellen. Dann habt ihr die so normal fitting. Aber ich persönlich präferiere auch diesen extrem oversized Look. Deswegen würde ich auch L bestellen. Und jetzt haben wir noch die Cappies und dann sind wir yes done. Schaut mal Leute, bei den Caps, wenn ihr die kleiner stellen wollt, da müsst ihr die hier durchfuchteln und einfach umdrehen und das hier so durchziehen. Und das muss dann nicht so dumm verknuddelt werden und dann habt ihr es schon enger. So, und das hier sind die Cappies angezogen. Ich finde den Schnitt einfach perfekt. Die ist qualitativ hochwertig. Extrem darauf geachtet, dass die auch fest ist an der Vorderseite und nicht nur am Schirm. Also ich liebe die Caps, die sind richtig hochwertig und ich bin für mehr Farben. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Schreibt es da below. So Leute, das war's mit meinem Video. Ich hoffe... Hello! Ich wollte noch mal hier kurz was sagen. Und zwar kann es sein, dass wir eine verlängerte Lieferzeit haben. Das wissen wir jetzt noch nicht. Aber wegen Corona verzieht sich das vielleicht alles ein bisschen. Wir werden das aber auf der Webseite vermerken für euch, damit ihr da Bescheid wisst. Ja, wir hoffen auf euer Verständnis. Aber ich wollte es trotzdem hier nochmal in dem Video sagen. Das Try-On und die ganze Kollektion gefällt euch. Ich bin unnormal gespannt auf euer Feedback in den Kommentaren. Einfach auf den Launch. Ich freue mich so unnormal. Wir launchen am Donnerstag, 25.02. um 18 Uhr. Aber für alle, die beim Newsletter angemeldet sind, die dürfen schon um 17.30 Uhr die Kollektion shoppen. Ich freue mich einfach so krass, Leute. Wirklich, ich bin so excited. Es ist einfach mein Baby und ich bin einfach unnormal hyped. Und ich freue mich einfach auch auf eure Kommentare und auf alles morgen. Ich werde euch, wie gesagt, unten nochmal in die Infobox alle Informationen reinschreiben. Und für alle, die sich schon mal für den Newsletter angemeldet haben, aber die noch keine Bestätigung bekommen haben oder sonst irgendwas, dann meldet euch nochmal an und guckt in eurem Spam-Ordner, weil ihr müsst euch sozusagen zweimal authentifizieren. Das gehört einfach deutsches Gesetz und so, ihr müsst das zweimal machen. Und ich weiß, dass eine sehr große Anzahl von euch, die den Newsletter nicht bestätigt haben und somit auch keine Benachrichtigung bekommen können, wenn wir eine Rabattaktion haben oder dass ihr den Code bekommt, um früher die Kollektion zu shoppen. Das war's. Ich, wie gesagt, bin einfach unnormal excited, freue mich auf euren Support und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bye!